Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Burnout Paradise. Ja, da musste ich eben ganz kurz ein bisschen früher die Aufnahme starten. Ich hoffe, das kann ich jetzt irgendwie synchronisieren. Aber ich habe gemerkt, dass wir halt in der letzten Folge anscheinend ein Auto noch nicht abgeholt haben. Und ja, das wollt ihr natürlich nicht verpassen. Den ganzen X12 fahren wir aber heute nicht. Wir fahren heute den Carson Annihilator. Oh, wir haben gar nicht mehr so viele Autos übrig. Das schreit halt danach, dass wir demnächst mal wieder eine Sammelfolge machen. Indem wir einfach durch die Stadt fahren und uns die... Ich will schon sagen Horizon Editions, aber wir sind nicht in Forza Horizon, sondern die Spezialautos da holen. Genau. Ja, das können wir dann irgendwann mal wieder machen. Aber heute fahren wir auf jeden Fall erstmal den Carson Annihilator. Ist ein cooles Muscle Car, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Der klingt auch richtig geil. Elite-Typen haben es nur deshalb so weit gebracht, weil sie sich von den Hauptwegen weggetraut haben, um ihre eigenen Wege zu finden. Gässchen, Privatwege, Dächer. Wenn du mit den großen Jungs mithalten willst, musst du Paradise wie deine Westentasche kennen. Fahre und lerne. Atomica auf Crash FM. Danke, Atomica, für diese Info. Auf jeden Fall reparieren wir erstmal das Auto und dann gucken wir mal, was wir mit dem alles schön machen können. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Auch wenn die Rückleuchten irgendwie an einer richtig komischen Stelle befestigt sind. Aber naja, sieht auf jeden Fall gut aus, das Teil. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal ein Rennen mit dem, weil da vorne ein schönes Rennen ist. Ich traue mich erstmal nicht mal an die Stunt-Events ran. Die letzte Folge hat mich da irgendwie traumatisiert. Ich weiß auch nicht warum. Sei als erster an der Naval Yard im Süden. Ja, das versuchen wir. Jo. Ist heute auf jeden Fall der letzte Ferientag für mich. Morgen muss ich wieder in die Schule. Na gut, was soll ich machen? Okay, wir fahren nun gegen einen Gegner. Zumindest wollte ich dann nochmal ein bisschen was aufnehmen. Ich habe zwar jetzt eigentlich erstmal auch ein paar Videos im Petto, aber die muss ich ja nicht direkt dann alle auf einmal raushauen. Jo. So. Okay, dann müssen wir rechts. Jetzt nach links. Kommen wir auf jeden Fall schon mal gut durch. Der klingt genial. Das ist echt richtig schöner V8-Sound. Auch wenn das Getriebe anscheinend nicht so ganz mit dem Motor klarkommt. Aber gut. So, damit sind wir auch schon am Ziel. Das ging recht leicht. Kurz auf die Uhr schauen. Ich habe ja immer noch keine Zeit neben mir. Ich hoffe mal, dass ich das irgendwann wieder habe. Wird aber schon. Wir haben direkt noch ein Rennen. Haben wir das schon gemacht? Ich weiß nicht. Ich mach's einfach jetzt. Alles klar, gut. Ich weiß ungefähr, wie lange wir die Folge machen dürfen. Jo. Würde ich nämlich auch direkt sagen, mache ich in der nächsten Folge dann, erstmal so ein paar Rennen, um die Spezialautos freizuschalten. Und, ja. Dann sollte das eigentlich ganz gut passen. Ja, dann habe ich sozusagen 7 Videos auf Lager, die ich nach und nach hochladen kann. Eigentlich möchte ich erstmal nur 3 von denen hochladen, weil ich habe, nämlich Dirt Showdown ein bisschen im Vorhinein aufgenommen. Um genauer zu sein, habe ich das Spiel jetzt sozusagen durch. Ich habe komplett diesen Free Roam da durchgespielt. Also alle Missionen da. Das ging auch leicht. Nee, und die Videos wollte ich dann nach und nach mal so hochbringen, wenn ich mal nichts anderes auf Lager habe. Oder wenn ich auch einfach mal keine Lust habe, irgendwie was anderes hochzuladen. Ich weiß auch nicht. Zieh ihn aus dem Verkehr, um ihn zu deiner Flotte hinzuzufügen. Der sieht auf jeden Fall schick aus, das ist auch gut. Dann haben wir wieder ein paar mehr, also da haben wir wieder ein Auto mehr. Sozusagen
Was wollte ich sagen? Ein Auto mehr, was wir irgendwann bei den nächsten Malen dann fahren können. Ich möchte ja sozusagen in jeder Folge ungefähr ein bis zwei Autos zeigen. So, eigentlich ist es ja ein Crash-Auto. Wir müssten eigentlich ein World Rage Rally machen. Da vorne ist eins. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Auch wenn er kommt mir jetzt nicht so extrem stabil vor, aber kann auch nicht so schlecht sein. So, machen wir mal gerade kaputt. Hoffe, das hat gelangt. Ja, hat gelangt. Sehr schön. Und sind wir schon an der Kreuzung? Ne, ein bisschen brauchen wir noch. Oh, wir hätten auch durch die Tankstelle fahren können. Also durch die Werkstatt. Egal. So geht's auch, gell? Gut. Ja, dann mach. Ach, wir sind nicht an der Kreuzung. Was geht denn? Auch sagt bloß, die ist oben. Ja, toll, wie soll ich da hochkommen? Spiel, mach doch sowas nicht. Ja, nee, dann können wir das jetzt leider nicht machen. Danke, Spiel. Ich habe mich jetzt auf ein tolles Road Rage gefreut. Gut, dann machen wir da oben das Markman. Da ist ja auch ein bisschen Crash mit dabei. Das passt auch. Wie kommen wir da hin? Ach, da. Okay, ich habe die Einfahrt nicht gesehen. Alles klar. Und da haben wir es. Versuchen wir uns mal nicht durch die Gänge schubsen zu lassen. Okay. Das ist wieder so eine gemeine Strecke. Da gibt es ein paar Stellen, wo man sich richtig hin verfranzen kann. Hoffen wir mal, dass wir das so hinbekommen. Ich hoffe, ich rede nicht zu leise. Mir fällt es gerade so auf, ich rede extrem leise. Weiß auch nicht warum. Ich bin eigentlich allein zu Hause. Warum rede ich hier so leise? Gibt niemanden, den das irgendwie stören könnte. Mein Fenster ist zu. Der Einzige, der zuhören könnte, ist mein Hund. Und der ist auch gerade nicht bei mir im Zimmer. Ja, danke mit deiner Limo, dass du da im Weg stehst. Bitte. Ach, was soll das denn? Wo setzt du mich denn? Ja, gut, die räumen sich da erstmal gegenseitig ab. Ist auch gut. Ja, komm, geh kaputt. So. Du auch. So, und ins Ziel. Rennen gehen mit dem echt gut. Oh, dann würde ich sagen, machen wir direkt das Rennen da. Holen uns erstmal ein neues Auto. Kennt man ja. So, und dann gehen wir ins Rennen. Rase zur Windfarm im Westen. Oh, das ist eine coole Strecke. Einer schon mal weg. Oh, der sieht auch schick aus. Mit dieser Hot Rod da. Den kann ich mich auch gar nicht erinnern. Es kann auch gut sein, dass ein paar von diesen Autos auch so Spezialautos sind, die man bekommt, wenn man so spezielle Sachen gemacht hat. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, alle Rennen gefahren ist oder so. Weil dann bekommt man auch noch mal ein paar Autos. Die werden wir uns nicht holen im Let's Play. Danke auch. Ich habe einfach keine Lust, mir... Also alle Rennen durchzufahren, da gibt es meiner Meinung nach doch spannendere Dinge. Besonders weil sich ein paar Rennen ja auch noch wiederholen würden. Und an sich wiederholen sich die Rennen ja, weil man ja immer auf den gleichen Strecken fährt und so. Hat ja auch immer bestimmte Punkte, wo man dann hin muss in dem Spiel. Deswegen spielen wir einfach so weit, bis wir... Also ich habe so vor, dass wir so weit spielen, dass wir alle so freischaltbaren Autos haben und dann noch die Spezialversion von denen. Ich denke mal, das langt dann. Dann habe ich auch erstmal wieder genug von dem Spiel.
Aber irgendwann nächstes Jahr habe ich bestimmt wieder Lust. Das ist bei mir jedes Mal. Ich muss das Spiel. Also, ich packe das Spiel mindestens so einmal im Jahr aus, um ein bisschen weiter zu spielen. Egal, ob jetzt auf der Xbox oder am PC. Deswegen das Spiel. Es wird nicht so schnell alt, aber man braucht ja auch mal wieder eine Pause. Ist ja das gleiche mit irgendwie Underground oder so. Underground ist zwar ein gutes Spiel, aber das können wir jetzt auch nicht nur spielen. So, hier rum. Uah. Doofer Gegenverkehr. Ein Kurve ist echt nicht allzu gut, aber dafür klingt er geil. Das macht alles wieder weg. Ah, wie machen wir das jetzt von der Zeit her? Eigentlich müsste man uns jetzt ein neues Auto holen. Ich werbe dafür, dass wir jetzt das Auto suchen, was hier irgendwo rumfährt. Obwohl, nee, das machen wir nicht. Wir holen uns jetzt ein neues Auto. Gut, wir müssen da eh ein bisschen fahren, bis wir zur Tankstelle kommen. Beziehungsweise zur Werkstatt. Nee, zum Schrottplatz so. Also vielleicht sehen wir uns auch schon da auf dem Weg. Aber wenn nicht, dann holen wir uns das Auto, was wir als nächstes fahren. Und dann fahre ich mit dem auch nur ein paar Rennen und dann suchen wir nach dem in der nächsten Folge, weil ich da ja eh die nächsten Spezialversionen freischalten möchte. Deswegen trifft sich das da dann ein bisschen besser. So, wir müssen auf jeden Fall hier laufen. So schlecht ist die Kurvenlage von dem gar nicht, aber er ist ein bisschen träge. Ich meine, das kann man bei so einem Auto erwarten, aber das ist teilweise doch echt. Er braucht immer so eine halbe Gedenksekunde, bis er dann richtig einlenkt. Dann lenkt er auch gut. Also kann man nicht dagegen sagen. Wenn man ein bisschen vorausschauend fährt, ist das eigentlich kein Problem. Ja. Autsch. Ich habe noch eine ganze Menge Videos zu rendern, wenn ich mir so überlege, weil ich habe 4 Folgen Dirt Showdown aufgenommen. Von denen habe ich gerade mal eine Folge gerendert. Der Rest hängt bei mir noch auf dem PC rum. Da muss ich auch aufpassen, dass ich nicht das nicht aussehen lösche. Weil ich gedacht habe, dass ich das schon ganz schön benutzt habe. Ist mir noch nie passiert. Ich war schon ein paar Mal kurz davor. Ein paar Sachen sind bei mir schon mal im Papierkorb gelandet. Da habe ich gemerkt, ups, die brauche ich ja noch. Aber gut. Wird schon irgendwie. So. Damit holen wir uns dann das neue Auto ab. Und zwar den Janchen X12 von Anfang der Folge. Ist ja gut, dass ich den euch nochmal so gezeigt habe. Gut, ich meine, wir sehen jetzt auch, aber. Oh, das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Erinnert mich so ein bisschen an einen, ich weiß nicht, Pagani, so ein Huera oder so. Ach du Scheiße. Oh. Gut, man fährt los und fällt schon bei der Scheibenwischer und die Hälfte der Frontschütze ab. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Oh, Autospiegel hängt auch ein bisschen runter. Geil. Ja, aber so Pagan, ja, genau der, ist so ein bisschen drin, kann er vielleicht Ferrari Enzo, bisschen, ist aber eigentlich lustig, dass der mich an Pagani Huera erinnert, weil den gab es damals noch gar nicht, aber gut. Was könnte das noch sein? Rase zum Coast Guard HQ im Osten. Vielleicht ein bisschen Salinas 7, aber eher nicht so viel. Der S7 ist kantiger. Naja. Aber der sieht auch schick aus, der vor uns. Auch so ein Auto, an das ich mich nicht erinnern kann.
Ich habe echt das Gefühl, dass man echt noch eine ganze Menge an Autos freischaltet, indem man halt so Sachen im Spiel erledigt. Aber darauf habe ich nicht so viel Lust. Deswegen werden wir den wahrscheinlich nie sehen. Der geht aber gut ab. Und ist ziemlich stabil. Leute, jetzt hört aber mal auf hier. Ich nehme die mein ganzes Auto auseinander. Oh, den haben wir schön abgeräumt. Auch komisch, dass der ein Crash-Nitro hat. Das ist doch überhaupt kein nicht so ein Crash-Auto. Der Motor sieht auf jeden Fall fett aus. Also, das ist auf jeden Fall mal ein V12 oder sowas. Geht auch richtig gut ab. Ist echt nicht schlecht. Unser Jansen. Jansen, das war doch auch dieser Verschnitt von dem Lamborghini Countach oder Countach. Aber Lamborghini sehe ich in dem hier jetzt nicht. Naja. Das sind ausgedachte Autos, vielleicht sollte ich mich da nicht zu sehr mit beschäftigen, aber gut. So, was haben wir gepackt? Machen wir das Auto gerade kaputt. Und dann sehe ich vor uns ein Rennen. Das machen wir dann auch gerne. So. Rase zum Wildcats Baseball Stadium im Süden. Gerne doch. Ich möchte die Folge jetzt auch nicht so lang machen. Weil ich nicht, also ich habe heute eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit. Ich muss noch ein bisschen was für die Schule vorbereiten. Und dann hier noch ein bisschen Zimmer aufräumen. Das Ganze, was in den Ferien liegen geblieben ist. Oh. Sah schick aus. Oh, der gefällt. Oh. Komm, du fährst noch. Ja, gut. Dann halt nicht. Nein! Jo. Nein! Was? Was? Na gut. Was merken wir uns? Man schaut nach vorne bei einem Rennen und nicht irgendwie das Auto an, weil dann passiert sowas. Gut, machen wir das Rennen hier. Oh Mann. Ah gut, jetzt müssen wir da unten hin. Die Strecke sind wir doch schon irgendwie 20 Mal gefahren, oder? Das ist echt schade im Spiel. Teilweise wiederholen sich die Strecken echt arg. Oder zumindest Streckenabschnitte. Weil man die halt, weil man halt immer nur so ein paar Punkte hat, zu denen man hinfährt. Eben diese 5 oder 6, keine Ahnung wie viele das sind, Sehenswürdigkeiten. Das ist echt nicht so gut gelöst, meiner Meinung nach. Aber naja. In dem Spiel kommt es auch weniger meiner Meinung nach auf die Strecken drauf an und mehr drauf an, wie das Rennen dann für einen verläuft. So ändert sich die Strecke auch jedes Mal. Wenn man mal weggerammt wird, dann muss man eine andere Route nehmen als sonst. Und so. Deswegen ist es schon ganz okay. Möchte da jetzt nicht zu viel Kritik äußern. Wir nehmen ihn mal gerade. Oh, das hat uns ein bisschen langsam gemacht. War vielleicht nicht die beste Idee. Problem bei dem ist auch, dass man natürlich nur Nitro durchs Crashen bekommt. Obwohl, nee, durch Gegenverkehr bekommen wir auch. Okay. Alles klar. Also auch durch normale Stunts. Dann ist es wahrscheinlich nur so, dass man am meisten Nitro bei dem durch Crashes bekommt. Wow, wir sind in Folge, keine Ahnung wie viel, und ich habe jetzt echt die Mechanik vom Nitro erkannt. Oh, oh Gott, sorry dafür. Da ist mir was runtergefallen. Ups. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht zu sehr im Mikro gehört. Aber gut. Oh ja, danke dafür. Wir drehen mal gerade um. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich würde nämlich fast sagen, wir machen jetzt schon Schluss für die Folge. Dann war das zwar wahrscheinlich echt keine lange Folge, aber... wie gesagt, ich muss heute noch ein bisschen was machen und dann möchte ich eigentlich auch noch eine Folge rausbringen.
Deswegen, ja, stellen wir uns mal vor das schöne Pferd hier. Kann man doch bestimmt ein tolles Thumbnail draus machen. Komm, Map und so, geh weg. Ich möchte ein tolles Thumbnail von einem Pferd. Von dem Pony da. Ne, komm, Spiel ist gut. Spiel? Spiel. Okay, lenken können, dürfen wir noch. Okay, alles klar. Ja, damit würde ich dann auch sagen, war es das für die Folge. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Ansonsten, wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Tipps, Tricks und sonstiges habt, immer in die Kommentare damit. Das war's dann aber von mir. Bis dahin, euer Tiger15, aka der Fossi-Bär. Tschüss.